Countdown läuft, die neue Formel-1-Saison steht in den Startlöchern und da schauen wir mit Boxenstopp, dem Motorsportmagazin hier auf Krone TV, natürlich ganz genau hin. Wie gesagt, es geht am Sonntag in Bahrain los und heute gibt es alle Vorberichte bei uns. An meiner Seite Krone TV-Sportexperte Martin Grasl. Schön, dass wir heute über die kommende Formel-1-Saison plaudern. Servus Michi, freut mich ganz besonders, heute hier Platz zu nehmen. Nur zur Information an unsere Zuseher, Richie Köck und Stefan Burgstaller sind verhindert am heutigen Montag, werden dann aber nach dem ersten Rennen in Bahrain wieder Platz nehmen. Das heißt, du bist sozusagen der Ersatz, aber für mich kein Ersatz. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wir gehen gleich los und zwar starten wir mit Bahrain. Da gab es ja die Tests jetzt, wurde bis zuletzt getestet, bevor es dann am 20. März am Sonntag losgeht mit der neuen Formel-1-Saison. Ja, und da hat einer, nämlich Weltmeister Max Verstappen, ordentlich aufgezeigt. Ja, vielleicht hat er auch schon so ein bisschen Einsicht darauf hingegeben, wie er auch in dieser Saison jetzt das Ganze als Titelverteidiger angehen möchte, nämlich mit einer gewissen Dominanz, mit einer Ausstrahlungskraft in Richtung Konkurrenz. Auf der anderen Seite, wenn man so gute Zeiten einfährt und die Konkurrenz wissen lässt, dass man jetzt schon sehr schnell ist, dann kann man da vielleicht im Hintergrund noch akribisch arbeiten und wir wissen auch ganz genau, dass andere Fahrer wahrscheinlich noch nicht an ihre beste Leistung angekommen sind. Lewis Hamilton müssen wir natürlich da gleich ansprechen, der Vize-Weltmeister. Was war das für ein spannendes Duell, ein Finale in Abu Dhabi wie der letzten Saison. Lewis Hamilton ist ja noch nicht ganz dort, wo er wahrscheinlich hin möchte in dieser Saison. War dann, glaube ich, nur die hinteren Plätze für ihn, 17. Platz. Was sagt er dazu, wie die Tests für ihn waren? Ja, ich glaube, grundsätzlich grübelt er schon ein wenig darüber nach, was an dem Fahrzeug möglicherweise jetzt anders ist, was man adaptieren könnte und ob vielleicht Mercedes etwas zu spät in die Entwicklung dieses neuen Fahrzeuges eingestiegen ist. Man wird dann auch sehen anhand der ersten Rennen, ob Mercedes wirklich hinterherhechelt. Aber er hat jetzt auch kürzlich in einem Interview gesagt, dass sein Auto nicht unbedingt in der Lage ist, einen Sieg einzufahren. Und wenn man das von einem mehrfachen Weltmeister hört, der auch letztes Jahr knapp dran war, Max Verstappen doch noch den Titel streitig zu machen, dann wird man wahrscheinlich jetzt wirklich abwarten müssen, was passiert. Wenngleich natürlich auch der Teamkollege George Russell besser abgeschnitten hat, aber der Vorsprung von Verstappen auf Hamilton ist beträchtlich groß, ich glaube über 4,5 Sekunden, also da gibt es einiges aufzuholen. Ja, Verstappen selbst sagt ja, Mercedes, Hamilton stapeln tief quasi, ja, natürlich waren das Testfahrten, da wird natürlich noch jetzt herumgetüftelt bis zum Sonntag, bis zum Grand Prix. Wenn wir uns den Verstappen jetzt genauer anschauen, der hat ja auch die schnellste Zeit da hingelegt im Bahrain zum Abschluss der Wintertests. Wird das heuer wieder so ein Duell zwischen Verstappen und Hamilton? Weil man hört ja auch Ferrari sehr stark oder auch McLaren. Man sieht ja die beiden Kontrahenten aus dem Vorjahr im Hintergrund. Da sieht man auch die Rivalität so richtig ins Gesicht geschrieben. Aber es ist eine positive Rivalität. Ich glaube, am Ende der Saison konnte auch Lewis Hamilton gut damit leben, dass Max Verstappen endlich diesen lang ersehnten ersten Titel geholt hat. Und zu deiner Frage zurückzukehren, wer vielleicht jetzt in diesem Jahr noch hinzukommen könnte, weil auch das hat sich Max Verstappen gewünscht, dass die Formel 1 wieder ein bisschen breiter aufgestellt ist und nicht nur durch einzelne Teams oder zwei Teams definiert wird. Und Ferrari, die haben natürlich in der Vorsaison einiges am Boden liegen lassen, generell die letzten zwei Jahre nicht die Ergebnisse einfahren können, die man in der Scuderia erwartet. Und auch Carlos Sainz und vor allem Charles Leclerc wird einiges zugetraut, da sie vor allem, was die Entwicklung der neuen Fahrzeuge betrifft, viel, viel früher eingestiegen sind. Ja, haben da richtig starke Zeiten abgeliefert bei den Tests. Charles Leclerc hast du schon angesprochen, ganz stark, aber auch Mick Schumacher im Haas, der hat jetzt einen neuen Teamkollegen dazu bekommen nach Nikita Mazepin, der ja sozusagen rausgeschmissen wurde aufgrund des Ukraine-Kriegs, er ja Russe. Der Däne Kevin Magnussen ist jetzt zurück bei Haas, ein alter Bekannter, jetzt der Teamkollege von Mick Schumacher, aber Mick Schumacher hat man das Gefühl, da geht es jetzt wirklich weiter bergauf mit ihm, oder? Ja, diese erste Saison im Haas, das war natürlich ein bisschen zum Akklimatisieren, wenngleich er natürlich wusste, dass die Leistung unter seiner Haube nicht mit den Top-Teams zu vergleichen ist und somit musste er kleinere Brötchen backen. Aber ich sage mal, um die Strecken kennenzulernen, um vielleicht auch ein bisschen ein Gefühl für diese Rennserie zu bekommen, ist Haas kein schlechtes Team. Er wird jetzt sicher nicht um Siege mitfahren, aber mit diesem zweiten Platz bei Tests kann man zumindest mal auf sich aufmerksam machen und ich bin mir sicher, dass er zumindest in den nächsten Jahren dann, was das Team betrifft, doch noch aufsteigen wird. Auf jeden Fall spannend, den Weg von ihm zu verfolgen, mit dem berühmten Vater natürlich alles andere auch als leicht, aber wird ihm ja auch ein großes Talent zugesagt. Ja, dann schauen wir zu George Russell, jetzt neuer Teamkollege von Lewis Hamilton, also zwei Briten jetzt bei Mercedes. Wo siehst du ihn, wie wird es für ihn laufen in dieser Saison?
Na, die große Frage wird sein, wird jetzt Hamilton sein Ziehvater werden, der ihn dann quasi ablöst und die Erfolge des Briten fortsetzt, oder wird es genauso sein wie bei Valtteri Bottas, dass du der Schattenmann bist, derjenige bist, der vielleicht den Sieg für dich dann auch irgendwo ebnet und im Bedarfsfall dir dann auch noch die nötigen Punkte abgibt, die du für deinen Weltmeisterschaftstitel brauchst. Auf der anderen Seite ist er sehr unbekümmert, hat bis dato auch ganz gut aufzeigen können. Natürlich ist es jetzt wieder ein neuer Bolide, eine andere Erwartungshaltung. Bis jetzt hat man gesagt, wenn er gut gefahren ist, okay, in diesem Auto war das nicht unbedingt zu erwarten. Im Mercedes, wenn du da drin sitzt, dann musst du eigentlich fast schon am Stockerl stehen, wenn du zumindest Toto Wolff und seine ganzen Kompagnons positiv stimmen möchtest. Das heißt, eine andere Drucksituation, und da wird man sehen, ob er schon so reif ist oder nicht. Also sehr viel Kaffeesud lesen aktuell. Ja, und nicht mehr bei Mercedes. Das ist Valtteri Bottas, der jetzt im Alfa Romeo. Wie wird es für ihn laufen in dieser Saison? Es war ja immer so ein bisschen, dass er eine Formschwankung hatte in der letzten Saison. Manchmal ganz stark, dann wieder total Ausfall. Wo siehst du ihn? Ja, Valtteri Bottas kann ich mir schon vorstellen, dass er jetzt durch diesen Rollenwechsel A zu einem anderen Team und B ist er jetzt wieder der erfahrene Pilot, denn an seiner Seite, da haben wir auch ein Foto vorbereitet, der erste Chinese, der in der Formel 1 an den Start geht, wo wir auch noch darauf warten müssen, wie die offizielle Aussprache lautet, aber Guanyu Zhou wäre zumindest die österreichische Variante. Wir haben ein Foto, wie gesagt, vorbereitet von ihm, damit man auch mal sieht, wie der chinesische Fahrer aussieht, der in der Formel-2-Saison in der abgelaufenen Dritter wurde. Oscar Piastri hat die Formel-2-Saison für sich entscheiden können. Trotzdem bringt er natürlich einen unheimlich großen Markt mit. Die Chinesen haben sehr, sehr viel Geld investiert, um das auch möglich zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass er untergeht, aber man muss vielleicht mal die ersten paar Rennen abwarten. Aber was jetzt schon mal durchgedrungen ist im Rahmen dieser Tests, die Chemie zwischen ihm und dem routinierten Valtteri Bottas dürfte stimmen und es gab schon sehr viel Lob von beiden Seiten. Bin gespannt, wie es dem Neuling geht. Auf jeden Fall interessanter Mann. McLaren mit Daniel Ricciardo, der hat ja auslassen müssen aufgrund einer Corona-Infektion gemeinsam mit Lando Norris. Wird auch interessant. McLaren wird ja auch gesagt, dass sie in dieser Saison auch viel möglich sein wird für sie, auch aufgrund dieser Regelung, auf die wir gleich zu sprechen kommen, dass da einfach mehr Konkurrenz kommt, eben für Verstappen, für Hamilton, dass da nicht nur die Dominanz Red Bull, Mercedes ist, sondern dass da auch vielleicht eben Ferrari, McLaren ein Wörtchen mitreden oder Alpine vielleicht. Mhm. Das muss man dann auf jeden Fall abwarten. Bei McLaren, da hat man ja schon in der Vorsaison gesehen, bei diesem einen Rennen, wo ich jetzt nicht genau weiß, wo der Doppelsieg dann passiert ist, wo Ricciardo mit seinem Teamkollegen die ersten zwei Plätze belegt hat, nach langer, langer Durststrecke. Ich glaube, das war schon 13, 14 Jahre her, dass ein McLaren überhaupt einen Doppelsieg eingefahren hat. Ich glaube, da braucht man nicht herum eiern. Sehr, sehr erfahrene oder zumindest sehr, sehr talentierte Fahrer. Daniel Ricciardo kennen wir schon aus seiner Red Bull-Zeit. Das ist ein Siegesanwärter. Auf der anderen Seite ein unbekümmerter Lando Norris, der sicher auch noch in seiner Entwicklung ein bisschen dazu gewinnen wird. Das heißt, es sind zwei homogene Fahrer, die sich, glaube ich, auch gegenseitig Erfolge gönnen würden. Und somit kann man vielleicht durch gegenseitiges Helfen einiges schaffen. Wobei ich schon sagen muss, McLaren muss man eher auf Platz 6 bis 8 aktuell einordnen, wenn man zumindest den Prognosen Glauben schenken darf. Die große Unbekannte ist auf jeden Fall diese Aerodynamikregel, diese neuen Regeln, die da von den Teams unterschiedlich ausgelegt wurden. Da hat man ja auch allein an der Optik der Rennautos gesehen, dass da das wirklich sehr breit ausgelegt wurde. Manche sind dann besser bei den Tests damit klargekommen, manche werden da sicher noch ein paar Dinge verändern. Diese Aerodynamikregel, die verspricht ja mehr Konkurrenz ein bisschen, auch das Überholen, da wird alles ein bisschen spannender, gefährlich. Auf der anderen Seite gibt es da auch Sachen. Wie siehst du das? Wird die Formel 1, will man da einfach diesen Zweikampf nicht mehr, will man da mehr die Teams mit einbauen, alle? Ganz schwierig, in welche Richtung sich die Formel 1 bewegt, aber ich glaube, es ist ihnen jetzt aufgrund dessen, dass es relativ unspannend war gegen Ende der Saison, abgesehen vom Vorjahr, einfach nicht mehr darum geht, den Zuschauer vor dem Fernseher zu fesseln, sondern im Prinzip zu sagen, entweder gewinnt Fahrer A oder B. Und durch diese Regelungen und diese Schlupflöcher, wo sie sich jetzt reinbegeben und vielleicht auch an die Grenze des Erlaubten stoßen, glaube ich schon, dass viele Teams hier versuchen, das Maximum auszureizen, und bei den Mercedes Spiegeln und Seitenwänden wurde eh schon ein bisschen kritisiert, ob das nicht zu viel des Guten ist, ob sie sich nicht wieder zu viele Vorteile dadurch verschaffen, aber auch die Konkurrenz hat hier gemeint, Mercedes wird schon nicht so dumm sein und in die Trickkiste greifen und sich dabei vor allem vergreifen, weil das dann natürlich wieder auf das Team zurückprojiziert wird, du Punkteabzüge davon bekommst und. Aber B
bin auf jeden Fall gespannt. Es ist die neue Generation der Formel 1 wegen sozusagen. Es gibt Positives, es gibt Negatives und ich glaube, man wird dann anhand dieser ersten Rennen mal sehen, in welche Richtung das geht und welches Team mit diesen Adaptierungen vielleicht besser umgeht. Es gibt ja Experten, die sagen, diese Tests, die sind sehr aussagekräftig. Also da sieht man schon sehr viel. Manche sagen, andere Teams, die starten, die stapeln noch tief und was abgerechnet wird dann beim ersten Rennen. Und da hat man dann schon so ein bisschen einen Ausblick, wie wird die Saison laufen. Also wird spannend, wie das wird. Ja, Hamilton haben wir schon angesprochen. Der zweifelt gerade ein bisschen an der Siegesfähigkeit von Mercedes. Sieht ja selber nicht, dass er da um Siege einmal mitfahrt. Status Stand jetzt. Stapelt er da wirklich nur tief oder schaut es da wirklich aktuell nicht so rosig aus in Sachen Konkurrenzfähigkeit von Mercedes? Ja, sag mal so, es gab schon mal bessere und rosigere Zeiten im Lager von Mercedes. Ich glaube, das war auch ein bisschen ein Dämpfer, dass man jetzt den Weltmeisterschaftstitel vielleicht im vergangenen Jahr nicht geholt hat. Man hat aber auch gesehen, dass sie gegen Ende der Saison mit ihrem Fahrzeug weit über Red Bull einzuordnen waren. Also wenn es dieses Chaos im letzten Rennen nicht gegeben hätte mit dem Safety Car und so weiter und so fort, wäre Hamilton vermutlich wieder Weltmeister geworden. Die Art und Weise, wie er mit dem Thema umgeht, ist, wie soll ich sagen, skrupellos öffentlich. Das heißt, er versucht das Ganze nach draußen zu posaunen, ob das einfach nur eine Medientaktik ist oder wirklich ein Geranze auf höchstem Niveau. Das muss man tatsächlich auch abwarten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mercedes der Konkurrenz so sehr hinterherhechelt, dass man den ersten Podiumsplatz dann wahrscheinlich erst im Sommer einfährt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die in Bahrain zumindest mit einem Fahrer auf dem Podest stehen. Es gibt ja dieses Problem, nennt sich Porpoising. Da ist ja jetzt aufgrund dieser ganzen neuen Aerodynamik, liegt das Auto, glaube ich, ganz anders auf der Strecke, wo manche Strecken, die da eher ein bisschen holpriger sind, da könnte es auch, sagen viele, zu gefährlichen Situationen kommen. Was ist denn dieses Porpoising überhaupt? Ich habe mich da selber so ein bisschen einlesen müssen, aber im Prinzip versteht man darunter, wenn man auf einer Gerade anpresst, dass sich dann der Frontflügel anhebt und durch diese hohen Geschwindigkeiten, diese hohen Kräfte, die wirken, und wie du bereits gesagt hast, etwas holprigere Pisten unter Anführungsstrichen, dann setzt das Fahrzeug auf und springt dahin, was natürlich für den Untergrund des Fahrzeugs alles andere als gut ist. Geschwindigkeit verlierst du auch. Also im Endeffekt muss man das Problem minimieren, im Idealfall aus dem Weg schaffen. Und da versuchen sie jetzt natürlich auch zu tüfteln, in welche Richtung man das Ganze verlagern muss. Heißt, entweder das Fahrzeug anheben, technische Komponenten wieder verändern. Aber ich bin mir sicher, dass da genug Erfahrung innerhalb der einzelnen Teams ist. Die Konstrukteure werden sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und wenn es jetzt noch nicht in Bahrain zu 100% klappt, dann werden sie spätestens in 3-4 Wochen eine Antwort parat haben. Ja, Grand Prix von Bahrain, erstes Rennen der neuen Saison. Die letzten 3 Rennen hat dort ja Hamilton gewonnen. Verstappen noch nie. Ich glaube, der war einmal Zweiter. Spielt eigentlich auch wieder Mercedes in die Karten, dass das das erste Rennen ist. Ja? Aber ja, muss man natürlich jetzt auch abwarten, weil die Tests natürlich genau das Gegenteil irgendwo zeigen. Aber wenn du 3-mal in Folge und vor allem die letzten 3 Rennen dort gewonnen hast, dann kommst du mit ein bisschen Selbstvertrauen hin. Du denkst vielleicht zurück, wie war es damals, wie hat sich's angefühlt, in welchen Passagen kann ich mir vielleicht einen Vorteil verschaffen. Und der Mercedes wird auch leistungsstark genug sein, um andere Fahrzeuge locker überholen zu können. Bei Max Verstappen wird es vor allem spannend werden, wie er jetzt mit dieser neuen Situation umgeht. Ist er jetzt beflügelt? Ist er jetzt irgendwie erleichtert darüber, dass er sich dieses festgesetzte Ziel schon verwirklichen konnte? Oder wird er jetzt vielleicht ein bisschen unrund, wenn die gewünschten Erfolge nicht gleich wieder kommen? Also wenn er die Trainingsleistungen auf die Strecke bringt am Sonntag, dann führt für mich aktuell kein Weg am Verstappen-Sieg vorbei. Aber wie du bereits gesagt hast oder wie wir alle wissen, Tests wie beim Skirennen zum Beispiel. Ja, von der ersten Trainingsfahrt kannst du auch nicht davon ausgehen, dass die 3 dann ganz oben stehen. Wird auch interessant, wie er das mental irgendwie verkraftet, dass er jetzt mit der Nummer 1 in die Rennen geht. Und er sagt ja, bei manchen scheitert es vielleicht an der Motivation. Er sagt ja, sein Motivationslevel ist nach wie vor sehr hoch, wenn nicht sogar noch höher, weil er das einfach noch einmal schaffen will. Also sozusagen den Titel verteidigen will. Vielleicht auch, weil das im letzten Jahr mit dem Titel dann so eine haarscharfe Entscheidung war mit Hamilton. Ja, es wäre halt der perfekte Beweis für ihn selbst, dass es auch noch früher und in souveränerer Manier gehen würde, aber die Saison, wie wir alle wissen, ist verdammt lang. Wir werden dann auch später darüber sprechen, wie viele Rennen es gibt. Es wird eine Rekordsaison, es wird wieder einige Adaptierungen geben, auch was dann Punkte bei den Sprintrennen betrifft. Das heißt, es fließen so viele Komponenten
zusammen. Und wenn man davon ausgehen kann, dass Ferrari und eventuell auch McLaren zu potenziellen Siegesanwärtern gehören, dann hast du auf einmal 6 bis 8 Fahrer, die ganz oben stehen können. Und wenn du dann theoretisch bei 3, 4 Rennen hintereinander immer wieder der 4., 5. oder 6. bist, dann verlierst du so viel Boden, dass du schneller weg bist, als du schauen kannst. Das heißt, es wird schwierig werden für Verstappen, eine Form zu halten und vor allem diese Bestätigung dann Woche für Woche immer wieder zu zeigen. Was auch neu sein wird, wird der Zeitplan an den Wochenenden. Was ändert sich denn da in der Formel 1-Saison 2022? Na, im Prinzip einiges rund um das Wochenende, aber es verschieben sich lediglich die einzelnen Trainingseinheiten um Stunden, beziehungsweise die Medientermine, die bis jetzt immer am Donnerstag angesetzt wurden, kommen am Freitag hinzu, ermöglicht den Fahrern somit ein bisschen mehr Pause dazwischen, wenngleich es sich natürlich um ein paar Stunden nur handelt, aber gibt dem Fahrer zumindest bei einem engen Terminkalender, was wir durchaus auch haben, die Zeit zu regenerieren. Auf der anderen Seite wird das Qualifying, glaube ich, um eine Stunde zurückgesetzt und das Rennen bleibt aber auf europäischem Boden gleich. Also es gibt Adaptierungen bzw. Anpassungen, dann gibt es wieder Dinge, die gleich bleiben. Unterm Strich muss man sagen, etwas komprimierter, aber ähnlich wie im Vorjahr. 3 Sprintrennen gibt es, Imola, Red Bull Ring und Sao Paulo. Was ändert sich da? Da gibt es ja auch bei den Punkten einen Unterschied zu den Vorjahren. Ja, weil man natürlich erkannt hat, dass die Rennlänge auch dazu dienen soll, die entsprechende Punkteanzahl zu verteilen. Und auch ein Sprintrennen dauert jetzt nicht ewig lang, aber es ist auch nicht in 10 Minuten erledigt. Und darum hat man sich jetzt auch durchgerungen, das Punktesystem so ein bisschen umzulagern. Grundsätzlich wollte man ja eigentlich 6 Sprintrennen statt jetzt 3. Aber da gibt es dann auch wieder die Geldfrage, dass natürlich die Formel 1 davon profitiert hätte, weil sie natürlich mehr verkaufen können und ein Rennen quasi zusätzlich noch anwerben. Auf der anderen Seite bleiben natürlich die einzelnen Teams auf der Strecke, die wieder finanziell in die Taschen greifen müssen, aber eigentlich zumindest profitabel nicht hervorgehen aus diesem Sprintrennen. Darum hat man das Ganze jetzt bei 3 Sprintrennen belassen, hat aber die Punkteanzahl erhöht bzw. auch ausgeweitet, weil im letzten Jahr hat der erste 3 Punkte bekommen, der zweite 2 Punkte, der dritte nur einen. Und jetzt bekommen Plätze 1 bis 8, 8 bis 1 Punkte, also quasi der erste bekommt 8, 7 und so weiter und so fort. Halte ich für eine gute Lösung, macht vor allem dann vielleicht in entscheidenden Phasen das Ganze wieder spannender. Mhm. Kann aber auch in die andere Richtung gehen, dass sich genau der, der eigentlich eh schon 20, 30 Punkte vorne sich noch einmal einen zusätzlichen Vorsprung verschafft. Ja, aktuell haben wir 22 Rennen im Formel-1-Rennkalender. Ein Rennen, der Grand Prix von Russland, wurde ja gestrichen. Bis dato gibt es da noch keinen Ersatz. 22 Rennen und viele sind wieder zurück. Ja, wir haben Singapur, wir haben Melbourne wieder zurück nach den Pandemiejahren. Grand Prix von Österreich dann am 10. Juli natürlich in Spielberg. Und ich glaube, ganz spannend wird Miami. Anfang Mai erstmals gibt es dort die Formel 1. Man hat das Gefühl, in Amerika ist die Begeisterung für die Formel 1 wird immer größer. Die Amis, die wissen, wie man feiert, die wissen, wie man große Sportereignisse inszeniert. Man denkt an den Super Bowl und auch Austin im letzten Jahr. Das war ja ein unglaubliches Fest, eine unglaubliche Show. Das können sie. Und ich glaube, die Begeisterung für die Formel 1, Hamilton ist ja auch sehr beliebt in den USA, aber auch Verstappen, wird halt immer größer, oder? Ja, der amerikanische Markt ist natürlich unangefochten, immer wieder an der Spitze mit dabei. Und in Austin, muss ich auch persönlich sagen, abgesehen davon, dass das Rennen eh unheimlich spannend war, ist auch der Kurs sehr interessant gewesen. Sehr viele Kurven, eher unüblich im Gegensatz zu klassischen Rennstrecken, die wir vor allem auch in Europa haben. Den Kurs in Miami habe ich jetzt nicht zwingend am Schirm, wie da die Lage vor Ort aussieht, welche Passagen da vielleicht die gefährlichen und einfachen oder die zum Überholen sind. Aber ich glaube, Amerika als großes Ganzes kann sich schon daran beteiligen mit einem zweiten Grand Prix und ich freue mich auch für dieses Volk, dass sie den wieder zurück haben. Singapur ist auch wieder dabei, das ist ja ein Nachtrennen, da ist die ganze Stadt dann im Formel-1-Fieber. Richie Koeck, unser Motorsport-Experte, hat ja geschwärmt in der letzten Sendung von Singapur, so ein bisschen sein Lieblingsrennen, wenn er sich denn entscheiden müsste. Wird spannend, auch Australien wieder natürlich nach der Pandemie, dass dort wieder gefahren wird, Monaco. Also man hat das Gefühl, der ist auch ein sehr abwechslungsreicher Formel-1-Kalender 2022. Ja, wie du bereits gesagt hast, durch die Pandemie hat man gezwungenermaßen umsatteln müssen. Die Australier, die sehr strikt mit der Pandemie umgegangen sind, dann andere Länder, die dann auch kurzfristig gesagt haben, die Gefahr sei zu groß und wir müssen das Ganze verschieben. Aber ich glaube, insgesamt verfügt man weltweit über genügend Rennstrecken und wir haben
jetzt auch in Saudi-Arabien gesehen, dass der Grand Prix unheimlich attraktiv ist. Man geht immer am Anfang davon aus, das ist eine leere Gegend quasi und da baut man Rennstrecken hin, die keinem was bringt, aber unterm Strich ist es dann schon auch für die Region ein ganz wichtiger Stellenwert, um auch zu zeigen, es gibt nicht nur Europa, Amerika und vielleicht noch Australien, sondern eben auch andere Länder, die durchaus den Anspruch und vor allem die finanziellen Mittel aufbringen können, um sowas auszutragen. Ja, nach Bahrain gibt es dann den zweiten Grand Prix eben in Saudi-Arabien und dann sind wir auch schon in Australien, in Melbourne und das große Finale gibt es dann Ende November und zwar wieder in Abu Dhabi. Ja, wird spannend, ob da ein Zweikampf sein wird, wir werden es sehen oder ob sich da noch ein oder zwei andere Piloten ein bisschen einmischen werden. Wird eine spannende Formel-1-Saison, das heißt, wir wechseln jetzt aber noch zu MotoGP, denn da gab es ja das erste Rennen bereits am vergangenen Wochenende, beziehungsweise vor zwei Wochen eigentlich, also nicht gestern, sondern vor einer Woche. Und zwar mit einem sehr überraschenden Sieger, den hatten nicht viele auf der Rechnung, Enea Bastianini, 24 Jahre alt aus Italien, hat den ersten MotoGP-Sieg der Saison geholt. Ja, hat die Ducati auf den ersten Platz gefahren, zählt auch, wenngleich wir natürlich erst ein Rennen gesehen haben, für eine Motorsport-Ikone natürlich zu den absoluten Favoriten. Marc Marquez, der hat schon gesagt, nach diesem ersten Rennen hat er schon so im Gespür, welche zwei Fahrer vielleicht in diesen erweiterten Favoritenkreis aufsteigen könnten. Das wäre eben Enea Bastianini und dann auch noch der Honda-Teamkollege von Marc Marquez, nämlich Paul Espargaro. Das sind zwei Fahrer, die vor allem in den Qualifyings bei der MotoGP und beim Rennen dann aufzeigen konnten. Auf der anderen Seite wundern sich alle, was ist mit Jack Miller und vor allem dem Fahrer los, der speziell in der Endphase der vergangenen Meisterschaft aufzeigen konnte, nämlich Francesco Bagnaia, beide ausgeschieden, das heißt punktelos. Auch Fabio Quartararo, der letztjährige Weltmeister, nur auf dem 9. Platz gelandet, also gerade noch in die Punkteränge reingekommen. Verspricht aber auch, dass zumindest die MotoGP wieder ausgeglichener werden könnte, weil ich glaube, dieses Siegerfeld und dieses Podest hätte sich beim ersten Rennen keiner erwartet. Ja, Marc Marquez ist auf jeden Fall auch wieder voll dabei, ist, glaube ich, Fünfter gewesen im letzten Rennen. Aber wir haben jetzt hier auch ein Foto von ihm. Er hat ja immer diesen voll fokussierten Blick. Ja? Also er ist ja ein MotoGP-Superstar durch und durch. Wir haben schon angesprochen, wen er vorne sieht. Wen siehst du vorne in dieser MotoGP-Saison? Ja, auch einen Marc Marquez, muss ich sagen, aufgrund seiner Erfahrung und aufgrund dessen, was er uns zum Beispiel im Vorjahr auch wieder in Austin gezeigt hat, auf seiner Heimstrecke sozusagen. Ich glaube, der hat das 6 oder 7 Mal schon für sich entscheiden können. Es gibt schon so Paradestrecken, da kannst du einen Marc Marquez kaum verdrängen. Auf der anderen Seite ist die Konstanz in den letzten 2, 3 Jahren ein wenig verloren gegangen. Fabio Quartararo hat jetzt quasi die Situation, inne den Titel geholt zu haben, kann sich theoretisch entspannen und wenn man vielleicht ein bisschen zu locker ist, dann verspielt man seine möglichen Chancen auch wieder an Francesco Bagnaia, muss man natürlich am Zettel haben. Ich sage mal, wenn du einmal ausscheidest, auch wenn es der Auftakt ist und gleichzeitig bitter ist, weil du natürlich am Punkterückstand gleich mal aufgebrummt bekommst, wird der auf jeden Fall zurückkommen. Also ob jetzt die beiden genannten von Marc Marquez tatsächlich den Titel ausmachen, abwarten. Ja, wird auch eine spannende MotoGP-Saison. Da gibt es den nächsten Grand Prix auch, nämlich am 20. März, also gleichzeitig der Start der Formel-1-Saison und das zweite MotoGP-Rennen. Und zwar sind wir da in Indonesien und da werden wir Sie natürlich auch informieren im nächsten Boxenstopp. Wir haben nicht nur Formel 1 alle Highlights dann, sondern auch vom zweiten MotoGP-Rennen in Indonesien alle Highlights. Ja, Formel 1 Bahrain, MotoGP Indonesien, wird spannend. Ich freue mich auf eine spannende Motorsport-Saison. Und sage vielen Dank, Martin Grassl, für deine Expertise. Danke, heute. Michi. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächste Woche gibt es natürlich wieder hier Boxenstopp auf KRONE TV. Boom.